Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir haben heute wieder mal die Wayfarer Fails für euch gesammelt, aber diesmal nicht alleine, denn wir haben einen richtig krassen Dude in der Liste, den Emil Boskop. Der hat mir nämlich beim Facebook Messenger Bilder gesendet und das so einen ganzen Bündel, so einen großen Haufen, dass ich davon jetzt eine eigene Sendung machen kann, extra ihm gewidmet. Also Grüße gehen raus an den Emil Boskop, richtig coole Sache. Er hat mir so viel geschickt hier für deine Wayfarer Fail Serie, habe ich auch gesagt. Oh, so viel, glaub, da kann ich eine Spezialfolge machen, nur mit deinen Bildern. Danke für die Einsendungen. So, wir wollen aber nicht lang schnacken. Wir gehen jetzt mal hier rein, wir gucken uns mal an, was hat er zugesendet, was ist da dabei. Ich habe mir das noch nicht so genau angeguckt, ich mache das jetzt mit euch und wir werten mal aus, was ist richtiger Bullshit, was ist vielleicht doch noch in Ordnung oder wir lassen uns einfach überraschen. Was wir dabei haben, Wayfarer Fails, habe ich auch eine zweite Sendung noch gemacht. Ich weiß nicht, ich gucke mal, dass ich die vor dieser hier hochlade und das als Nummer 3 Spezialfolge Wayfarer Fails extra vom Emil. So, da haben wir nichts. Also ist natürlich jetzt, wie er das abdingst, muss ich immer gucken und mich zurechtfinden. Irgendwo in Escheburg, Germany, also ein Halteverbot-Schild mittendrin. Aber es geht sicherlich oben um das. Da ist noch was Zweites dabei, genau. Roderhahn, Freiwillige Feuerwehr, Escheburg. Leistungsbewertung der Freiwilligen Feuerwehr in Escheburg. Die Sterne geben die Leistung der Feuerwehr wieder. Was habt ihr da? 3 Sterne. Ist das gut? Ist das nicht so gut? Wenn ich meine Biers immer teste, da ist 3 ja genau das Mittelmaß. Also ist, kann man trinken, ist nicht so bitter im Abgang, aber es gibt sicherlich Besseres. Das ist natürlich eigentlich Bullshit, man. Das Portal soll die Anerkennung widerspiegeln, die Menschen auf sich nehmen, um freiwillig allen in der Gemeinde zu helfen. Aber ihr wisst ganz genau, Feuerwehren dürfen keine Portale sein, keine Wayspots, keine Pokestops, weil ihr dadurch nur die Leute behindert. Ist ja schön, dass ihr den Anerkennung zollen wollt. Aber wenn ihr euch dann dort vor die Feuerwehreinfahrt stellt mit 20 Autos und macht einen Raid oder habt Raidstunde und rennt dorthin und die wollen einen Einsatz machen, das bringt denen auch nichts, dann pisst ihr die nämlich richtig an. Also niemals Feuerwehren einreichen, genauso wie Kindergärten, Krankenhäuser, Polizeistationen könnt ihr ruhig machen, meinetwegen, da habe ich nichts dagegen. Aber lasst die Feuerwehr ihr Ding machen. Das ist also in dem Sinne ein Fail, aber jetzt nichts Lustiges, wo man sich total an den Kopf greift. Ist ja lieb gemeint gewesen. Da haben wir schon was Besseres. Die goldene Birke. Die Birke erstrahlt in goldenen Farben. Das ist Natur, das dürft ihr gar nicht machen. Vor allem, wer weiß, wie lange die da steht. Wenn der Ramses mal mit der Axt vorbeikommt, ist das Ding fort. Sieht aber lustig aus für mehr Natur in Pokémon Go. Ja, ne? Ist natürlich, das ist das hier von seinem Haus, vom Balkon, von der Terrasse aus abgefotografiert. Das ist natürlich schön, da möchte jemand einen Baum vor seinem Haus als Pokestop haben oder eine Arena. Dann haben wir kleiner rot-weißer Poller, autofreie Zone. Das ist richtig genial, also habt ihr schon mal so einen genialen Poller gesehen in Werden. Der hat natürlich einen sehr historischen, kulturellen Hintergrund. Kann man auch als Tisch nehmen, um Armdrücken zu machen. Also wenn ihr kleinwüchsig seid oder euch auf alle Viere verteilt dahinlegen. Auf alle Viere geht ja nicht, ihr braucht ja einen Arm zum Drücken. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Könnt ihr auch einen Bierkasten drauf abstellen, aber als Wayspot, es gibt zu wenig Pokestops. Also erfindet man einfach welche und tut so, als wäre das was. Also Boller, nee, muss nicht sein. Neuenfelder Imbiss in Hamburg. Wieso nicht, ne? Wenn ein Imbiss ist und er schmeckt und ich bin unterwegs und hab Hunger. Ohne Küste, ne? Und sagt er, ich hab Hunger, ich brauche einen Imbiss. Gucke ich in meinen Pokémon rein und finde den besten Imbiss der Stadt. Mit Briefkasten. Ich hätte einfach den Briefkasten eingereicht. Briefkasten am Imbiss. Bam, das hätte gefruchtet, das wäre bestimmt durchgegangen. Kirschbaum, ein wunderschöner Kirschbaum, das im Frühling immer wundervoll blüht. Ja, das ist aber nur saisonal bedingt, der blüht ja nicht das ganze Jahr über. Im Winter siehst du den gar nicht. Das ist wieder Natur, da sind so viele Autos drauf und das ist sicherlich wieder auf einem Privatgrundstück auch an der Ecke da. Er guckt da aus seinem Fenster, denkt, da drüben, da kommt mein Stop hin, das nehme ich jetzt mit. Mysterious K-Hole, K-Hole in the middle of a wall, no one knows what it will open. Ich sehe zwar hier kein Schlüsselloch, oder soll das das schwarze
Kleines sein da an der Ecke. Auf jeden Fall ein Schlüsselloch. Keiner weiß, was es öffnet. Und wer bitte hat den passenden Schlüssel? Habt ihr schon mal den? Achso, da sieht man es nochmal. An der Mauer, genau. Wo ist das? In den Niederlanden. Dann holt doch mal den Schlüsseldienst und sagt mal, er soll da bitte aufschließen und gucken, was da passiert. Ist das ein Schlüsselloch? Das weiß ich nicht. Sieht komisch aus. Sieht gar nicht aus wie ein Schlüsselloch. Sieht irgendwie pervers aus. Sucht den Findling. Ein schöner Findling umkreist von Rosen. Ich weiß zwar nicht, was ein Findling ist. Ist, glaube ich, irgendeine Art Stein. Umkreist von Rosen, ja. Hat er einen kulturellen, historischen Hintergrund? Vor allem sucht man, sieht den nicht. Also, da könnte auch gar keiner sein und ihr könntet einfach nur Gebüsch einreichen. Das würde wahrscheinlich genauso aussehen. Linen, Germany. Was haben wir hier? Der Traveller, ein alter Wohnanhänger im schönen Costandia. Wohnanhänger ist doch eigentlich ganz cool, wenn der nicht mehr genutzt wird. Also, Traveller. Warum nicht? Obwohl, weiß ich nicht. Ist ein Wohnwagen, der nicht mehr genutzt wird, der keine Räder hat. Ja, aber gut, vielleicht wohnt da ja noch jemand. Nur weil der abgefuckt aussieht, heißt das ja nicht, dass der leer steht. Also könnte auch das Haus von jemandem sein, schon ist es wieder privat. Und Traveller hat aber eigentlich keinen historischen Wert, hat keine kulturelle Bedeutung in dem Sinne. Hat ja mal irgendjemanden gehört. Was haben wir hier? Wie hat er das denn abgescreent? Straße, Flurweg im Heiligenhaus, alte Bank mit dem Apfel. Das ist nicht irgendein Apfel, das ist der Apfel. Hof in der Migur. Was auch immer Hof in der Migur ist, alte Bank mit dem Apfel. Also, das ist wirklich einfach ein Apfel, ein natürlicher Apfel, ein Stück Obst, was da auf die Bank gelegt wurde. Mit hier fällt ein Pogestop oder Arena. Ist denn der Apfel noch da? Den sieht man gar nicht mehr, oder? Hat er den Apfel wieder weggenommen? Hier fällt auf jeden Fall der Apfel nicht weit von der Bank oder doch, denn ich habe den auf dem anderen Bild gar nicht mehr gesehen. Wenn da ein Pogestopp fällt, also dann stell ihn doch wieder auf, falls der umfällt. Dann haben wir hier, ah, das ist wie die Feuerwehr einfach mal die Kita eingereicht. Also wer will das nicht, ne? Die ganzen Pokémon-Spieler, die da rumgeiern vor der Kita. Kita Frankenthal für kleine Pokémonster. Das ist pervers, das muss man nicht machen. Und dann auch noch von drin, Treffpunkt für den Nachwuchs. Ja, da treffen sich immer meine Kinder, ne? Was machen die denn da? Und trefft euch auch mit den kleinen Kindern. Also, ich weiß nicht, was das bezwecken soll. Dann soll der wahrscheinlich noch innen sein, dass die ganzen Leute in die Kita gelockt werden. Also, manche denken nicht nach. Ist auf jeden Fall Kacke. Würde ich nicht machen. Hier haben wir keine Ahnung, einen Schatten. Nächtliche Pistole an Hauswand, Schatten eines Verkehrsschildes, der aussieht wie ein Revolver. Ihr reicht einfach mal einen Schatten ein, genau, wieso nicht? Habt ja auch einen Schatten, Alter, reicht den mal ein. Also, da kannst du ja sonst was machen. Du kannst auch mit der Hand einfach einen Vogel machen, einer fotografiert das und dann der seltene Schattenvogel bei mir zu Hause an der Wand, guckt euch den an. Vor allem sieht aus wie ein Revolver. Na gut, das stimmt vielleicht, aber. Je nachdem, wie das Licht gerade ist oder überhaupt, ja, das ist ja immer so. Vergesst es einfach, ich sage nichts mehr dazu, das passt schon. Was haben wir jetzt hier? Also eigentlich passt, ist Quatsch auf jeden Fall. Ein Warstein, zwei Punkte, Jesus am Kreuz. Gestohlener Jesus am Kreuz. Also, ja, ist das jetzt Jesus am Kreuz oder gestohlener Jesus? Auf jeden Fall fehlt er ja. Dann hätte ich den ja oben als Beschreibung, gestohlener Jesus am Kreuz. Das kennt man aber von anderen Bildern natürlich, da hängt immer der Jesus rum und chillt sein Leben, aber hier fehlt er irgendwie. Bis vor kurzem war Jesus noch am Kreuz, zur Zeit wird er erneuert. Ach so, ja. Ihr kennt das, Jesus braucht auch mal Urlaub, wenn er den ganzen Tag am Kreuz hängt. Das geht ja auch ins Kreuz und er magert ja auch immer mehr ab. Und bevor der jetzt ganz abnippelt, wird er dann erstmal weggeführt, wird erneuert, tankt Kräfte und Energie, bevor er sich dann wieder hinhängt, der sieht dann so aus wie ich und am Ende magert er wieder ab. Da habt ihr dann wieder die Überreste. Da ist auch was anderes in der Nähe. Vielleicht ist der Jesus ja alleine als Dob nochmal. Der liegt dann Jesus in der Wiese, weil er da gerade liegt und entspannt sich. Das wäre auf jeden Fall auch lustig. Was haben wir hier? Ist ja wieder ein Schlüsselloch, ne? Na, irgendwann gucken. Bremerhaven.
Wandgekritzel. Das Objekt befindet sich in einer ruhigen Seitenstraße in der Innenstadt. Viele Schüler und Studenten, darunter sehr viele Pokémon Go-Spieler, laufen täglich daran vorbei. Es gibt keinerlei Behinderung fürs Verkehr und ist sehr leicht öffentlich zugänglich. Kennt ihr auch das Verkehr? Ne? Schreibt es mal in die Kommentare. Das Bild, was ist das? In dieser Straße gibt es keinen Pokestop, obwohl ihn täglich sehr viele Pokémon-Go-Spieler auf dem Weg zur Schule oder Hochschule benutzen. Hier stört man niemanden, da man dem Verkehr kein Hindernis ist. Akku, okay, das, ja, ich sag nichts, alles gut. Und man selber nicht gestört wird, weil es sehr ruhig ist. Das Umgebungsbild sieht auf jeden Fall richtig gut aus, aber ich glaube, das lag nur daran, weil das Handy von ihm gerade nicht geladen hat, aber... Das ist im Prinzip einfach nur eine Wand. Das ist ja nicht mal eine Kunst, das ist kein Graffiti, das ist einfach wirklich nichts. Ist ja ehrlich gesagt Wandgekritzel, aber... Oh, das ist doch Bambi, oder? Habt ihr auch schon mal Bambi gesehen? Wir haben ja bei uns auch ein Wildgehege, aber ich bin doch nicht auf die Idee gekommen, da irgendeinen Hirsch oder Reh oder Dammwild einzureichen. Aber guck doch mal, wie es guckt, ne? Hä? Bin ich jetzt ein Pokestop? Nein, bist du nicht. Also, geh weg aus... Wieder die Niederlande. Also, die Niederlande, die haben's. Die haben Tiere. Habt ihr auch Tiere? Schreibt sie in die Kommentare. Giftküche. Imbiss Giftküche. Das natürlich wahrscheinlich da umrandet, weil das sagen soll, dass das ja kein fester Pokestop ist, da das Ding mal da steht, mal da, das fährt weg, das geht immer woanders hin und ist kein fester Standort. Dann habt ihr hier noch eine Löwenstatue, wie man sie überall immer in irgendwelchen Vorgärten findet. Löwenstatue vor der Podologenpraxis in Eisbergen. Ja, ob das jetzt die Podologenpraxis ist oder ob das wieder zu Hause bei euch im Garten ist, kann man nicht erkennen, würde ich auf jeden Fall auch ablehnen. Obwohl er die Beschreibung eigentlich ziemlich mit 3 Punkten bewertet hat. Aber so eine Statue könnt ihr euch einfach im Hagebaumarkt kaufen, überall hinstellen. Was ist das? Ein großes grünes Busch frisst Zaun. Ja, ist logisch. Dieser Busch frisst langsam den Zaun auf. Ist doch aber Natur, ne? Das ist... Sieht lustig aus. Kommt einer mit der Heckenschere, ist er weg. Also kann man nicht nehmen, braucht man nicht. The Three Pillars. A nice place with a lot of green and safe space without cars. Hat natürlich keine Bedeutung. Ist auch Bullshit, aber kommt ja wieder aus den Niederlanden. Ich hätte noch einen Hirsch mit aufs Bild genommen oder einen Rehkitz zwischen an dem Pillar in der Mitte festgebunden und dann gesagt, Rehkitz mit 3 Pillern. Mit 3 Pillern. Braucht man nicht. Gut. Großes Nichts. Das ist genial. Großes Nichts. Hier befindet sich nichts. Stressabbau und Erholung in Binnen. Wenn ihr mal Stress abbauen wollt, fahrt nach Binnen, denn da gibt es nichts. Das ist genial. Das müssen wir machen. Woman on the La Germany. Da ist ein Pikachu zu sehen, oder? Seht ihr da eine Frau? Ich sehe keine Frau. Wenn das Pikachu die Frau ist, keine Ahnung. Art made by Dutch artist just across the border in Germany. Together you can do anything. Ja, ich verstehe trotzdem nicht, wo da jetzt eine Frau ist oder was das für eine Skulptur sein soll. Theoretisch, wenn das so eine Umrandung hat und ein Gebilde, könnte man das ja vielleicht irgendwo als Statue nehmen, aber es sieht einfach nur nach nichts aus. Und da sitzt einfach ein Pikachu drauf. Pikachu on the Stone, also das würde schon eher passen, aber gut, das Pikachu ist auch hässlich. Guck mal, was das für einen großen Knubbelkopf hat. Wenn man nur den Kopf sieht, könnte man unten drunter denken, wird es noch niedlich. Aber wenn man den Körper sieht, denkt man oben dran, nee, das ist zu viel. Würde ich nicht machen, geh weg, Baumhaus. Dieses Baumhaus wurde von Jugendlichen selbst erbaut und ist sehr schön anzusehen, da dieser aus ganz einfachen Materialien kreativ zusammengebaut wurde. Dieser Baumhaus, ne? Für Spaziergänger wird hier ein inspirierendes Bauwerk geboten, der zum Nachhauen einlädt. Also erst der Bauwerk, okay, und dieser Baumhaus. Ich verstehe es nicht, dieser. Warum werden die Artikel immer so komplett falsch gemacht? Das ist doch eigentlich das Chilligste überhaupt. Und ist das ein Baumhaus?
Das sieht einfach aus wie ein Toilettenhäuschen. Also wenn ihr ein Dixi-Klo im Garten habt, aber Baumhaus verstehe ich, dass oben im Baum Bretter sind und ihr klettert da hoch, chillt da rum, guckt euch eure Pornohefte an, wie im Film immer, aber das ist doch einfach nur, sieht aus wie eine Toilette. Bin ich jetzt schon durch? Ich weiß gar nicht. Sieht, glaube ich, so aus. Wir gucken mal hier die Bilder nach unten durch. Ja, genau. Das ist durch. Also das Scheißhaus, nee, das Baumhaus war das letzte in der Sendung. Ist totaler Mist. Ist sicherlich wieder irgendwo privat in einem Garten platziert. Braucht kein Mensch, außer derjenige, der dort wohnt. Und wollt ihr wirklich, wenn ihr gerade auf eurer Dixie-Toilette da sitzt, dass da 20 Leute kommen und Mewtwo-Raid machen und ihr nicht in Ruhe kacken könnt? Das ist doch Quatsch. Also reicht doch nicht sowas ein. Ihr wisst, das ist dann öffentlich. Jeder will vielleicht dann hin, will wenigstens den Stop drehen oder wenn eine Arena draus wird, dann habt ihr den großen Brettschiss. Also denkt doch erstmal nach, ob das wirklich sinnvoll ist, bei euch zu Hause oder im Garten irgendwie sowas hinzukritzeln. Das Pikachu, auch hässlich, wie gesagt. Am genialsten fand ich immer noch das große Nichts. Damit wollen wir die Sendung jetzt beenden. Also, wenn ihr mal abschalten wollt, wenn ihr mal Urlaub braucht oder so, fahrt nach Binnen Germany. Gebt euch das große Nichts. In manchen Köpfen ist auch einfach nichts, bei mir auch manchmal. Und merkt man ja, ne? Ach, der Adi, bei dem ist auch nichts, der pennt schon wieder. Ja, wenn ich die Kamera ausmache, dreht er wieder durch. Das war's aber von meiner Seite aus. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Emil Boskop. Sehr coole Sache. Wenn ihr auch so Bilder habt, könnt ihr mir die auch natürlich schicken bei Facebook oder bei Instagram, obwohl Instagram immer ziemlich behindert ist. Ich werde selber natürlich auch. Ich muss mal wieder ein paar Stops einreichen, dass ich Bock habe zu bewerten, damit ich Upgrades verteilen kann. Ich versuche also auch mal wieder ein paar Wayfarer-Fails zu sammeln und melde mich dann natürlich wieder, wenn es wieder heißt, wir haben die Wayfarer-Fails für euch zusammengefasst. Niantic, Wayfarer, alles in einem. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.